hat sofort gute Laune. Ja, und Rudi Carrell, es war so lustig, meine Mama, die war immer mit mir, also oft bei Shows. Und immer, wenn ich zu Rudi fuhr, darf ich mitfahren? Ja, sie fand ihn so toll und saß bei jeder Vorstellung und lächelte Rudi an. Ja, sie fand ihn toll. Und Sie fanden ihn auch toll? Ja, auch. Ja. Aber er war fantastisch, mit ihm zu arbeiten. Mhm. Hatte eine sehr spezielle Ausstrahlung und charismatische Person. Ja. Mhm. Vor allem ist das, ich weiß nicht, es ist wahnsinnig gute Unterhaltung. Selbst wenn man diesen kleinen Ausschnitt sieht, das ist wirklich beeindruckend, oder, Frank Elstner? Also, wenn Sie das so sehen. Also ich kann mich noch erinnern bei Wenke, an ihren ersten Film, den sie gesungen hat in Deutschland. Ich glaube, das war noch ein Schwarz-Weiß-Film. Aber ich will nicht zu weit zurückgreifen. Ich weiß nur, in den Kinos wurde der gezeigt. Und die Leute sind verrückt gewesen nach ihr. Und da spielte irgendein Peter eine Rolle. Ja. Kannst du dich an das Lied noch mit dem vielen Peter erinnern? Hey, 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 kennt ihr schon meinen Peter? Und dann darf ich noch was ganz Persönliches sagen. Ich war mal fürchterlich verliebt in dich. Oh. Und dann, das war eine Zeit, wo ich immer zwischen Luxemburg und Wien tingelte, weil ich in Luxemburg Radio gemacht habe und in Wien bei Ö3. Und in einem großen Hotel in Wien sehe ich auf einmal Wenke an der Rezeption stehen. Ohne Mutter. Ich dachte, die Gelegenheit kriegst du nie wieder. Und ich bin zu ihr gegangen. Wir kannten uns schon. Wir hatten auch auf Bühnen gemeinsam unsere Auftritte. Und dann erzählte sie den ganzen Abend bloß von ihrem blöden Zahnarzt. Oh, mit dem sie verheiratet waren. Bleibt unter uns. Aber ich bin auch, muss ich sagen, ganz gern nach Luxemburg und bei dir, bei deinen Sendungen. Oh, du warst schon sehr toll. Du bist toll.